Allerdings wurde Age 2017 angekündigt. Frühestens würde ich aber zum Weihnachtsgeschäft damit rechnen. Wenn wir Pech haben, könnte Age aber auch noch später kommen. Wenn Microsoft das Jahr nicht komplett ohne Age verstreichen lassen will. Ich hoffe ja immer noch auf Age, das war mein persönliches Lieblings-Age, aber dazu gibt's bislang am wenigsten konkrete Ankündigungen, also liegt das wohl noch in weiter Ferne. Und damit bleibt uns Age-Fans nur eins, Age und Daumen drücken. Schreibt mir doch, auf welches Age ihr euch am meisten freut. Und zum Zeitvertreib können wir bis dahin ja ein wenig in Nostalgie schwelgen. Zum Beispiel mit den besten Age aller Zeiten oder den besten Age aller Zeiten.